Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietsmeet TV mit dem Jonathan, dem Christian, dem Dennis und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute schauen wir uns an Trucks versus Bridges. Ich finde, da wäre Jays Titel besser geeignet. Hier was wäre Jays Titel? Was ist denn Jays Titel? Brumm, ich bumble in die Bier. Ja, stimmt. Ich freue mich schon auf das Video, wir gucken mal rein. Okay, ist vielleicht ein bisschen disturbing für euch. Diese Farben. Alter, geiles Intro, Junge. Das ist schon älter, oder? Das ist so eine Intro-Vorlage gewesen. Oh Gott, tut nicht. Jawohl. Ja, bisschen angequetscht. Ah, da bleibt er. Ja, okay, aber da ist ja der Pickup versus Rich. Ja, ey, 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 ey. Einmal weiter. Aber hat er das denn nicht gemerkt? Wundert mich auch. Ein bisschen gerumpelt und hab mich weitergefahren. Uiuiuiui. Oh, das hat er aber gemerkt. Ja, ich glaube, das kriegst du mit. Das andere hat er nicht mitbekommen? I knew that was gonna happen! Wieso sich freut? Oh oh. Oh oh. Nicht hupen, dahinter Peter, fahren ist voll. Oh shit! Boah, da sind die Reifen im Arsch, Alter, wenn du da drüber fährst. Wer zahlt dann eigentlich? Als wenn. Nice. Alter, perfekt gestoppt. Egal, was wird wohl passieren? Pause. Ich wollte kurz gucken, weil mich die blauen Schilder am Anfang haben denken lassen, das könnte in Deutschland sein. Und dann habe ich nochmal genau hingeguckt und habe gemerkt, das ist nicht in Deutschland. Nee. Das ist Deutschland. Guck mal rechts, das ist doch Berlin, Peter, wenn ich mir das so anschaue. Stimmt, könnte auch Berlin sein, ja? Vielleicht. Fuck you. Der Himmel ist auf jeden Fall ein bisschen grauer. Neu? Oh, ey, die Schilder hatte ich gedacht, nimmt der schon mit. Ja. Oh! Was hängt denn da raus? Vielleicht der Kamin vom Ofen, den der selber halt eingebaut hat oder so. Könnte ich mir was sogar ist das? Ich habe keine Ahnung. Vor allen Dingen, seit wann kann denn so ein Massivtruck hinten einfach so ein Loch in der Decke haben, wo man durchguckt? Vor allen Dingen, wenn man durchguckt, was dann auch nicht einfach abknickt. Ja, sondern kann man halt die einfach aufmachen, die Dächer von so Trucks? Nee, oder eigentlich nicht? Oder doch? Du kannst, also von so einem 40-Tonner, das ist ja alles nur so ein Gestell, wo so eine Plane drüber gezogen ist. Aber ja, aber bei sowas, wenn das so ein hartes Case ist, also in Anführungszeichen hart? Ja, ach, aufmachen kannst du alles. Alter. Mit der Mucke schon. Ja. Oh, oh. Tschüss, oh. Liebe Ampel. Oh, Scheiße, Alter. Er nimmt halt einfach alles mit. Ja, aber das ja. Okay. So, ja, jetzt, grün! Jetzt dürfen alle fahren. Hat er, also, der hat wohl vergessen, das Ding runterzufahren, oder? Ja, ja. So ja, fährt man ja nicht. Hochgefahren oder so, keine Ahnung. Dass man so überhaupt losfahren kann, wundert mich. Dass viele so Ampeln, der wohl schon hat, wenn das Amerika ist, dann ist das an jeder Kreuzung, in jedem Block, dann ist alle 50 Meter. Und der kriegst du gar nicht mit. Ja. Du kannst sogar nur nachvollziehen, wo er so lang gefahren ist. Oder der hat einen schlechten Tag gehabt und hat das absichtlich gemacht. Fickt euch, Kabel. Ja, kann natürlich auch sein. Ja, oh, scheiße. Oh, oh, das ist gar keine Bridge. Ja, aber Titellügerei. Oh, lol. Ja, nehme ich aber auch. Das sieht so aus, als würden da ein paar Leute jetzt länger ohne Strom sein. Hätte ich ja gar keinen Bock drauf, ne? Wenn deswegen irgendwie mein Strom hier wegfallen würde. Ja, wäre auch nichts für mich. Was ist denn da passiert? Ich glaube noch gar nichts, oder? Keine Ahnung. Nee. Oh, lol! Oh, oh mein Gott! Da siehst du, was der alle mitnimmt. Wow. Okay. Ja, moin. Ja, dafür ist ja so eine Bande da, ne? War ja auch Tokyo Drift. Oh mein Gott. Hä? Oh, oh mein Gott. Oh nee. Jetzt kommen wir langsam zum harten Scheiß, Leute. Ja. Was hast du erwartet?
Was war denn das aber auch für eine Brückendurchfahrt? Die... Oh mein Gott. Vielleicht denkst du da halt auch dann einfach gerade nicht dran. Ja, wahrscheinlich. Running late. Ich meine, warum sollte man sonst da durchfahren? Das ist halt nicht so smart. Aber das, was sind denn das für Brücken? Das ist so ein normaler Bus und der ist ja jetzt nicht erhöht, dass der da nicht drunter passt. Ja, auf so einer Autobahn finde ich das auch krass. Ja, also wenn da so ein, wenn da so ein riesiger Stab rausguckt, okay, aber so ein normaler Bus auf einer Autobahn? Das könnte übrigens Deutschland sein. Naja, unter unsere Brücken passt ein Bus. Ja. Es war nicht Deutschland, glaube ich. Steht sogar iBridges drauf. Duncan goes the extra mile because it makes him feel pumped. Jo, moin. Jetzt mit Speed. Das passt. Also, das sieht erstmal so aus, als würde... Oh mein Gott. Okay. Das arme Haus. Das scheint er schon öfter gemacht zu haben. Aber der... Weißt also du, schon öfters da. Rechts, aber schon dran. Hat er öfters guck mal, da ist hier noch die alte Mauer drunter. Das sieht doch viel cooler aus direkt. Der Typ war ja geil. Erstmal gucken und dann gehen. Der auch. Ja, räum mal auf. Was macht er denn da jetzt? Ja, die Steine kurz wegräumen. Ja, kurz unter den Wagen fegen. Wie, das ist wie unter den Teppich kehren. Ja, das kannst du doch gleich nochmal machen, oder? Achso, nee. Nochmal fahren mit Anlauf. Ach du Schande. Uff. Die sehen halt immer so aus, als wenn die komplett aus Styropor wären, ja. diese LKW-Anhänger. Ja, Gewicht sparen. Er ist auch sehr niedrig. Steht auch vielleicht dran. Das scheint sehr viel häufiger zu passieren, als man denkt. Ja, und dann, obwohl das eine Compilation ist, war aber Deutschland bisher noch nicht dabei. Haben wir bessere Brücken oder woran liegt das? Weil das einfach bessere LKW-Fahrer. Vielleicht dann einfach ein englisches Video. England ist schon ein paar Mal dabei irgendwie. Ah. Einfach bessere Fahrer. Wenn du halt einmal drunter bist, ist halt blöd, ne? Ja, aber an dem vorbeizufahren, weißt du, wenn er zu schräg ist, musst du halt auch noch hoffen, dass das Ding hält und jetzt nicht einfach runterfällt. Oh. Die Sandbox. Okay. Also das Kunststück kriegst du aber nicht so schnell hin. Frag mich, wie der Fahrer da rausgekommen ist. Ja, ohne Witz. Oder sitzt der noch da drin? Oh, mit so Flüssigkeiten auch noch drin. Das sieht teuer vielleicht ist der aus. Leer. Ja, vielleicht ist der leer, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist der jetzt leer. Wobei, das sieht nicht so aus. Tell me what happened. Ja, keine Ahnung. Ja, mit so einem Ding fahre ich aber sonst auch normalerweise immer einfach unter so einer Brücke. Alter. Die Brücke ist schuld, die ist zu niedrig. Was war das denn? Das habe ich auch nicht verstanden. Ach, der ist auf dem Kopf. Das ist ein Gabelstab, das ist ein Stück Bagger, das ist ein Baggerkopf. Das ist das Ding, der Rest von der Raupe da. Ja, das ist der Baggerkopf. Oh. Das Führerhaus. Jetzt mega. Bremse! Ah, langsam drüber fahren ist okay. Oh, da liegt noch der Rest. Holy shit. Oh Gott. Oh mein Gott! Wie kann einem das nicht auffallen? Das verstehe ich auch nicht. Das ganze Ding bewegt sich dann doch auch komplett anders. Und boing. Man muss aber auch sagen, der fährt so rum und dann ist das erste Schild. Ja. Also geht der, vielleicht ist ja diese Mechanik halt aufgegangen, die Hydraulik oder sowas. Oh, achso, das ist nur Schnee. Denn? Ist das nicht Schnee? Ja. Ah, nee. Keine Ahnung. Schnee und noch ein bisschen Rest. Oh, Mann. Ja, moin! Da kannst du ja Skifahren drauf. Ohne Witz. Über diese Schneeplatten da, die sind doch verboten in Deutschland. Boom! Nice! Du siehst nichts.
Nö. Boom, Alter. Nice. Erstmal blind weiterfahren. What the fuck? Okay, hier siehst du gerade auch. Ah, da ist Staub. Ja, da vorne ist ein Pixel. Da hat sich verfärbt. Holy shit. Das ist auch nicht Deutschland. Das scheint irgendwie auch keine Sicherheitsvorkehrung zu geben, dass der Wagen so nicht losfahren kann. Ja, ja du musst den dann ja auch... Oh mein Gott, Alter. Zumindest über einen gewissen Speed, dass man natürlich so das Meter auf der Baustelle ja, genau. So nach vorne fahren muss, verstehe ich ja. Aber dass man irgendwie 30 km/h damit fahren kann, ist irgendwie straight. Ja, stimmt, also ein bisschen fahren musst du ja zum Abladen. Also ja, zum Rangieren. Oh Gott! Oh, Leute, reißt die ganze Brücke ab? Was ist denn das für eine Brücke? Na, würde in Deutschland auch nicht geben. Ne. Keine deutsche Brücke. Oh Gott, das, ja, gut, aber da, das ist einer drauf! Hast du gesehen, dafür, da stand einer auf der Brücke? Nee, hab ich nicht gesehen. Jay, du wolltest was sagen? Ich wollte sagen, dafür braucht Deutschland aber auch 50 Jahre, um eine Brücke zu bauen. Das stimmt. Ja, weil also, die massiv ist und hält und nicht aus... Ja, außer die fucking Autobahnbrücke in der A45 bei Lünscheid. Die fucked up. Ja, das stimmt. Unsere Brücken halten auch eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht mal so gut. Die müssen ja alle erneuert werden aktuell. Ja, weil die ja schon ewig alt sind. Das stimmt. Und die in der Zwischenzeit noch nicht umgefahren wurden. Und nicht gewartet worden sind. Die Brücken in anderen Ländern, also gerade die Betonländer, die werden die auch irgendwann mal warten müssen. Nee, die muss nie gewartet werden, weil da vorher immer ein LKW reinfährt und die dann schon wieder eine neue gebaut haben. Oh Gott. Alter! Das ist Alter, der Speed drauf! Holy shit! Ey, du rechnest als Fahrer ja null damit. Das heißt, ja. Du klatscht einfach da volle Kanne gegen. Ja. Oh Mann. Hupen. Hat aber auch neben dem keiner herfährt, mal ja, hupt also, oder so. Genau, hupt oder gestikuliert sagen. Oder. Also. Nee, lieber Handy zücken. Also. Das finde ich jetzt in unserem Fall gut, weil dann könnte das Dashcam sehen, sein. Ja, wahrscheinlich. Weil dafür wackelt der zu wenig. Ja. Alter. Das war aber auch irgendwie knapp drum umgefahren. Der LKW ist aber auch weg, ne? Oder war weitergefahren an den Leiter. Nee, hey, ja, emotional damage. Oh mein Gott. Alter, wie viele da auch vorher schon dran geschraubt sind. Ja, stimmt, wenn man sich die Decke so anguckt, ne? Oh mein Gott, das heißt, die Höhe der Brücke hat sich halt verändert, beziehungsweise der Untergrund verändert sich, sodass das enger wird und dann, oh Gott, bleiben die da alle hängen am Ende. Ja, jetzt hilft nur noch ein bisschen Gas geben. Ja, ein bisschen schieben jetzt. Vielleicht hängt er aber schon fest. Mhm. Oh. Alter, hat der Speed. Richtig beschleunigen. Wait. Was haben wir da gesehen? Ich bin verwirrt. Der ist halt ein bisschen langgeschraubt. Der ist da langgeschraubt. Ach so. Also ich glaube, zu niedrig, wenn der weiter in der Mitte fährt, ist es nicht. Ich würde noch einen drauf machen. Alter. Die sieht auch schon ein bisschen kaputt aus, die Brücke. Da, der nächste. Und zack. Boah, das ist so eine Gasleitung. Oh, dieser. So eine die ist massiver als die eine Brücke. Ja, die Gasleitung ist echt massiver als die Brücke. Was ist das für Gas? Oder könnte eine Wasserleitung natürlich sein? Ne? Ja. Abfluss. Oh! Ja. Ah. Baucenter! Ja, Alter, was? Ah, ne, steht Centar. Baucentar. Oh mein Bau Gott. Centar. Da stand halt Centar. Meter, was ist das? Boah! Nee, ja, passt er selbst. Drauf geschissen, warum Junge. Warum hat man da überhaupt so ein Ding hingesetzt? Weil danach wahrscheinlich ein Tunnel kommt. Ja. Ja, okay, ja, dann. Oh, shit, Alter. Damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, Autofahrer glaube ich auch nicht. Okay, der fährt schon langsam ganz rechts. Gegen die Kamera! Das ist aufregend immer. Warum finde ich sowas immer so faszinierend und unterhaltsam, sowas zu gucken? Ich weiß nicht, da wird irgendwas angesprochen in mir, aber das gefällt mir. Ja, das ist halt schon, weil du das halt nicht so häufig siehst. Ja, du vielleicht. Du hattest schon mit der amerikanischen Brücke, die leider umgebaut worden ist. Aber da hast du noch den Comedy-Faktor dazu, dass das die ganze Zeit die gleiche Brücke war. Okay, das war Trucks vs. Bridges. Das war unterhaltsam für euch hoffentlich ebenfalls. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das mit uns angeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.